Willkommen zurück. Im Zuge dieses Videos werden wir dein Vorwissen zum Prozentrechnen benötigen und du wirst den Begriff des Grenzwertes und seine Bedeutung kennenlernen. In diesem Video geht es um das Fenster Grenzwert vom Arbeitsblatt Exponentialfunktionen. Das ist ein sehr wichtiges Fenster und das Ziel dieses Videos, also dort, wo wir hinwollen. Aus diesem Grund werden wir uns zunächst mit einem Beispiel beschäftigen. Und dazu denken wir über die Zahl a ist gleich 0,1 nach. Wir erinnern uns, dass 0,1 ja dasselbe wie 10% ist. Das heißt, wenn wir eine Zahl mit 0,1 multiplizieren, dann berechnen wir 10% von dieser Zahl. Oder man könnte auch sagen, wir berechnen ein Zehntel von dieser Zahl. Nun, in diesem Beispiel wollen wir die Potenzen von 0,1 betrachten. Das heißt, wir berechnen uns a zum Quadrat, a hoch 3 und a hoch 4 können wir auch noch gemeinsam berechnen. Beginnen wir mit a zum Quadrat. Wie du bereits weißt, können wir a Quadrat auch schreiben als a mal a und das ist 0,1 mal 0,1. Bevor wir jetzt aber einfach das Ergebnis hinschreiben, wollen wir diese Rechnung auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren. Und zwar interpretieren wir das erste 0,1 als 10% und das zweite 0,1 interpretieren wir als a. Das heißt, wir berechnen hier 10% von a. Wir können das Ergebnis nun hinschreiben, das ist 0,01 und das sind genau 10% von a. Oder alternativ könnten wir auch sagen, ein Zehntel von a. Gut, nun wollen wir a hoch 3, also a zur dritten Potenz betrachten. Und das können wir auch schreiben als a mal a zum Quadrat. Das heißt 0,1 mal 0,01, denn das a Quadrat haben wir ja in der vorigen Zeile bereits berechnet. Und die 0,1 sind wieder unsere 10%. Das heißt, wir berechnen hier 10%, also nur einen Bruchteil von a Quadrat. Und das Ergebnis ist 0,001. Gut, a zur vierten Potenz können wir noch gemeinsam berechnen. Wir können das auch schreiben als a mal a hoch 3. Und das ist 0,1 mal 0,001, denn das ist ja genau unser a hoch 3. Und das hier sind wieder unsere 10% und das Ergebnis ist 0,0001. Gut, nun sei noch angemerkt, dass wenn du dich an vergangene Schulstufen zurückerinnerst, dass eine Multiplikation mal 0,1 ja genau bedeutet, dass wir das Komma um eine Stelle nach links verschieben. Naja, warum ist das so? Weil eine Multiplikation mal 0,1 genau dasselbe ist wie eine Division durch 10. Und wenn wir durch 10 dividieren, verschieben wir das Komma um eine Stelle nach links. Und wenn wir mal 10 multiplizieren, dann verschieben wir in unserem Dezimalsystem das Komma um eine Stelle nach rechts. Du ahnst vielleicht schon, dass ich mit diesem Beispiel auf eine bestimmte Erkenntnis hinaus will. Hier gibt es nämlich ein Muster zu entdecken. Bevor wir aber dieses Muster gemeinsam auflösen, möchte ich dir die Chance geben, dass du dieses selbst entdeckst. Und dazu stelle ich dir nun eine Aufgabenstellung. Und zwar, wie lautet die Dezimaldarstellung von 0,1 hoch 42? Das heißt, du sollst die Dezimaldarstellung von a hoch 42, also von 0,1 hoch 42 finden. Nimm dir ruhig etwas Zeit, um über die Frage nachzudenken und am besten ist es, wenn du das Video pausierst. Wenn du dann bereit bist, können wir gemeinsam über die Auflösung sprechen. Gut, also dein Arbeitsauftrag war, wie lautet die Dezimaldarstellung von 0,1 hoch 42? Nun wollen wir diesen gemeinsam lösen. Wie du vielleicht erkannt hast, können wir a hoch 42 auch schreiben als a mal a hoch 41. Das heißt, wir berechnen hier genau 10% von a hoch 41. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen dem Exponenten und
der Anzahl an Nullen, die wir hier nach dem Komma finden. Bei hoch 2 haben wir eine 0 nach dem Komma, bei a hoch 3 haben wir zwei Nullen nach dem Komma und bei a hoch 4 haben wir drei Nullen nach dem Komma. Wenn wir diese Überlegung so fortsetzen, dann erkennen wir, dass a hoch 42 gleich 0,0. Hier kommen jetzt 41 Nullen, also eine sehr, sehr kleine Zahl, und dann erst die 1. Ich schreibe zur Erinnerung hier noch schnell die 41 hin für die 41 Nullen. Gut. Dieses Beispiel will uns zu zwei sehr wichtigen Erkenntnissen hinführen. Und zwar die erste Erkenntnis ist, dass die Zahlen a, a Quadrat, a hoch 3, a hoch 4 und so weiter immer kleiner werden. Wir können das ganz leicht erkennen, wenn wir unsere Rechnungen nochmal anschauen. Und zwar a hoch 2 ist ja genau 10% von a, also nur ein Bruchteil davon, ein Zehntel davon. Und a hoch 3 ist 10% von a zum Quadrat. Und a hoch 4 ist dann 10% von a hoch 3. Das heißt, die Zahlen werden immer kleiner. Die zweite Erkenntnis ist, die Zahlen werden nicht nur immer kleiner, sie werden sogar beliebig klein. Wie kannst du dir jetzt beliebig klein vorstellen? Um das zu veranschaulichen, spielen wir beide ein Spiel miteinander. Und zwar, du wünschst dir irgendeine Zahl, die kann noch so klein sein, also eine sehr kleine Zahl, und du nennst mir diese. Und ich beginne dann zu rechnen. Ich berechne die ganzen Potenzen von 0,1, das heißt, ich berechne 0,1 zum Quadrat, 0,1 hoch 3, 0,1 hoch 4, 0,1 hoch 5 und so weiter. Und wenn ich diese Rechnung lange genug fortsetze, dann werde ich irgendwann mal eine Zahl finden, also eine Zahl als Ergebnis bekommen, die noch kleiner ist als die Zahl, die du mir genannt hast. Und nachdem ich diese Zahl gefunden habe, sind alle weiteren, die danach kommen, also wenn ich weitere a's hinzumultipliziere, sind alle, die danach kommen, ebenfalls kleiner. Das verstehen wir in der Mathematik unter beliebig klein. Tatsächlich ist es sogar so, dass die Folge a, a Quadrat, a hoch 3 einen Grenzwert hat. Das heißt, die strebt gegen einen bestimmten Wert. Und dieser Wert ist 0. Wir sagen dann, der Grenzwert der Folge a, a Quadrat, a hoch 3 ist 0. Mathematisch können wir das Ganze kurz anschreiben als der Limes von a hoch n für n strebt gegen unendlich ist 0. Nun haben wir mit Hilfe dieses Beispiels erkannt, dass die Folge 0,1, 0,1 zum Quadrat, 0,1 hoch 3 als Grenzwert 0 hat. Nun, wenn wir aber ein bisschen nachdenken, dann stellen wir fest, dass die Zahl 0,1 ja gar nicht so besonders ist. Wir hätten das Beispiel genauso mit der Zahl 0,5 machen können und wären dann ebenfalls auf das Ergebnis gekommen, dass die Folge a, a Quadrat, a hoch 3 den Grenzwert 0 hat. Oder auch die Zahl 0,9. Allgemein können wir sagen, dass diese Überlegungen für alle Zahlen zwischen 0 und 1 gelten. Also alle Zahlen, die zwischen 0 und 100% liegen. Damit haben wir eigentlich schon alles gelernt, das uns das Fenster vom Arbeitsblatt beibringen wollte. Aber zur Wiederholung besprechen wir dieses dennoch noch schnell gemeinsam. Und zwar steht hier, ist 0 kleiner als a und a kleiner als 1, das heißt, die Zahl a soll zwischen 0 und 1 liegen, dann werden die Zahlen a, a Quadrat, a hoch 3, a hoch 4 immer kleiner. Und die Zahlen werden nicht nur immer kleiner, sondern sie kommen sogar der Zahl 0 beliebig nahe. Wir können in der Mathematik dann kurz schreiben, der Limes von a hoch n für n strebt gegen unendlich ist 0. Das Thema Grenzwerte ist ein unglaublich spannendes und wichtiges in der Mathematik. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann findest du weitere Informationen am Arbeitsblatt Grenzwerte. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt Exponentialfunktionen weiter.